Da ist ein Player vor den Barracks. Zwei, glaube ich sogar. Zwischen den Barracks jetzt. Ja, es sind zwei. Siehst du sie? Warte mal. Reload, reload. Irgendwo bei uns hier ein Dings hat sich einer eingeloggt. Du stehst unten in der Ecke bei der Treppe? Ja. Nochmal Reload gehört. Und nochmal. Oh ja. Hier war eher draußen, aber. Halt wieder die Tür im Auge. Selbst hinterm Haus, glaube ich. Oder in dem Raum unten drin. Guck mal, denn oben. Oben ist die Tür aufgegangen. Guckt raus. Sneakt da rum, hat eine Waffe. An der Treppe oben, ja? Oben an der Treppe, ja. M4. Ich weiß nicht, ob der so Person hat da oben oder ob der einfach nur dumm rumguckt. Jetzt guckt er wieder Richtung Treppe. Habt ihr versucht irgendwie im Third Person irgendwas zu machen? Ich hab Schiss vor der Eingangstür, ehrlich gesagt. Solange ich da hoch guck. Da würden wir doch Schritte hören, wenn die sich nähern. Ja, wo wir sagen, kommt glaube ich einer. Kannst du die Eingangstür machen? Ich guck die Treppe hoch. Wenn ich mich bewege, hört er oben das halt. Aber ich sehe, es sah so aus, als wenn am Zaun eventuell was gewesen wäre. Es könnte aber auch ein Grafikglitch gewesen sein. Irgendein Busch wieder. Da oben steht auf jeden Fall noch immer doof rum. Und wirbt mit dem Oberkörper komisch rum. Jetzt rennt er oben rum. Steht oben hinter der Treppe jetzt. Hast du den im Auge, wenn er an die Treppe kommt? Weil dann kann ich auf die Eingangstür gehen. Ja, ja. Der steht jetzt oben hinter der Treppe. Der doch oben die Tür wieder zugemacht. Ich glaube, der hat sich da jetzt echt zum Campen hingesetzt und wartet jetzt da oben. Lol. Wenn der halt von da oben so ähnlich durch die Wand guckt wie ich von hier unten, könnte er vielleicht auch was sehen. Nachgeladen, ja. Und nochmal Nachlader. Bewegt er sich? Ich sehe da oben noch keine Bewegung, nein. Keine Steps gehört. Vielleicht steht er da oben. Unten Tür aufgegangen, unten Tür aufgegangen. Was? Ja. Der kommt gleich um die Ecke. Versucht, glaube ich, gerade auch so Person so. Steht unten im Raum drin. Ne? Legt an, legt wieder ab. Guckt senkrecht auf den Boden. Also unten wird demnächst.
Nee. Jetzt kommt er unten, glaube ich, gleich geduckt raus. Stellt sich wieder hin. Was mit dem oben? Der bewegt sich nicht. Ja. Die Schüsse auf dem Airfield fand ich gerade fragwürdig, aber. Der unten steht halt total planlos rum. Soll ich ihn rushen? Nee. Der müsste gleich kommen. Die Schüsse sind schon bei Lothar. Jetzt kommt er, glaube ich, gleich zur Tür. Sitzt da jetzt geduckt und guckt sich um, aber nicht an der Wand dran. Das heißt, er kann, glaube ich, nicht durchgucken. Er hat halt eine M4 und eine Feueraxt auf dem Rücken. Jetzt steht er wieder auf. Dreht sich Richtung Hangars, dreht sich Richtung Tür. Legt wieder an. Guckt Richtung Tür, Richtung Hangars. Sie hat noch was Planloses gesehen. Wieder das da oben ist sein Mate und die verarschen das gerade. Wer macht die Axt? Keiner von beiden, oder? Nein, das ist keine Axt, das ist M4. Die Axt. Wenn. Doch, das. Könnte. Das, muss das denn da oben neben der Treppe sein? Das ist für mich draußen hinter der Mauer. Vorhin Hangars klang es halt eben nach M4. Oben, unten steht noch immer planlos da drin herum. Dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Schon fast als würde er baiten. Ist dein Call, ob du ihn rushen willst oder nicht. Kannst du mal so tun, als wenn du dich einen Millimeter bewegst und mal gucken, ob er darauf reagiert. Jetzt hat er sich da drin gerade bewegt. Ich halte meine Position. Es liegt Richtung Tür, es liegt, glaube ich, Richtung Tür. Slidet so ganz langsam zur Tür hin. Und das eine. Das hat er sich, glaube ich, ausgelockt. Erst habe ich den Rucksack noch gesehen, auf einmal war der Rucksack weg, ohne dass er sich bewegt hat. Bist du sicher, dass er weg ist? 90%. Aber wenn du die Tür zumachst, kann der von oben dich, glaube ich, sehen, an der Treppe vorbei. Der oben ist immer noch da. Ich sehe ihn nicht, aber ich denke schon. Ich kann mal kurz eine andere Pose einnehmen und gucken, ob ich von da durch die Wand hineingucken kann. Ich mache hier gerade Schritte. Na, nicht wirklich gut. Na, da kann ich nicht hochgucken. Ich höre wieder nach. Da draußen. Zweimal. Das klingt fast genau wie auf mir, ey. Ja, vor der Tür. Vor der Tür einer. Derselbe Typ. Ja, genau vor der Tür steht er. Er legt schon an. Rechte Seite. Er öffnet gleich die Tür. Was macht der oben? Der vor der Tür wurde vom Airfield aus angeschossen. Zwei verschiedene Schüsse. Im Control Tower ist noch einer. Ja. Der oben, der sieht dich anscheinend durch die Wand. Der ist noch da. Und der andere wollte nur baiten, dass du da hingehst und der von oben dich erschießen hätte können. Wie gesagt, das eine kam irgendwie ist von der anderen Seite des Runways. Und im Control Tower ist noch was. Also der Typ, der hinten im Zimmer war, ist vorne gestorben. Der ist, glaube ich, nicht gestorben. Der wurde, glaube ich, nur 3-4 Mal angeschossen und ist dann weggerannt. Ja. Aber der war auf jeden Fall fleißig am Combat-Loggen.
unten ausgelockt, ein paar Mal versucht dich zu baiten. Und dann genau dasselbe Model, selber Rucksack, selber Helm. Vor der Tür auf einmal eingeladen. Ich gehe in den Raum hinten. Ja, dann lauf, sonst kann der von oben vielleicht einen Schuss haben. Hinten ist clear. Mach die Tür zu, denn. Ja. Ich will wieder nachladen. Kannst du so durch die Wand gucken, dass du siehst, ob unten an der Pose, wo du eben warst, einer ist? Nein. Rüber zu Robben. Ja, ein paar Schüsse kamen jetzt auch gerade aus Richtung der Barracks, während er sich eingeloggt hat. An meiner alten Pose ist niemand. Okay. Ich glaube, der hat sich wieder neben dem Ding eingeloggt. Und es wurde direkt wieder auf ihn geschossen. Was ist das für ein Spiel, das Alter? Der obere, was geht mit dem? Schon seit Ewigkeiten nicht gesehen. Könnte noch da sein, könnte weg sein. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, im Air Control Tower ist auf jeden Fall einer drin. Und ich habe ein paar Einschusslöcher gegen die Dings fliegen sehen, gegen unser Gebäude, aus Richtung der Zelte, irgendwo auf der anderen Seite des Runways bei den Bäumen. Dann hatte ich auf jeden Fall auch Schüsse gehört von den Barracks aus. Nachdem er sich das letzte Mal mit seinem Reload-Geräusch eingeloggt hat. Also hier ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Party-Modus gerade. Mhm. Aber was für ein Hurensohn, ey. Mhm. Glaube ich gerade wieder ein Nachladegeräusch gehört. Relativ. Wenn hier jemand reinspawnt oder reinkommt, ohne es zu callen, schieße ich Insta. Ja, ja, klar. Ich schieße auch auf alles, was sich bewegt. Was ein Bitch-Move, echt. Das musst du dir hier mal als Highlight angucken. Wie er da wirklich wie der letzte Kacknub auf der Stelle sich im Kreis gedreht hat. Und dann, als er auf einmal vor der Tür stand, schon perfekt in deine Ecke gezielt hat, angelegt, einen Millimeter weiter vor, wieder einen Millimeter nach rechts, wieder einen Millimeter weiter vor. Und er wusste genau, wo du bist. Die Schüsse kommen. Hangar, würde ich sagen. Nee. Das ist jetzt hinterm. Nördlich. Hinter uns im Wald. Das war sehr dicht. Das könnte Hangar gewesen sein. Nachladegeräusch. Leute, bei mir ist spawn einer rein. Hast du ihn anscheinend? Er steht wieder auf, what the fuck. Nochmal Nachladegeräusch. Jetzt ist er da. Ich habe aber gerade noch ein Nachladegeräusch gehört. Ich habe jetzt nachgeladen. Schon wieder ein Nachladegeräusch. Hör ich auch. Nachladegeräusch. Wie gesagt, aus Richtung
Die ganzen Einzelschüsse, die kommen irgendwie aus Richtung der Fake-Gebäude neben dem Barracks links. Das kam jetzt wieder aus Hangar-Richtung. Du warst unten drin, ne? Ja, aber ich habe mich nicht bewegt. Hier unten bewegt sich irgendwas. Gebäude ist zu klein für vier verschiedene Leute. Ey. Was war das für ein Typ? Hatte der Motorradhelm auf? Nee, der hatte nur, hat einen Ballistikhelm auf, blauer Rucksack, M4 und ziemlich gutes Camo schon. Wird ein Schritt gehört? Oben oder draußen? Das ist. Kann teilweise auch ich sein, der sich wieder neu in die Ecke platzieren muss, aber es kann auch was anderes gewesen sein. Ich möchte da die Situation nicht entschärfen, obwohl sie noch heiß ist. Ich würde halt als... Holy fuck. Ganz schön viel, was da auf einmal geschossen wird, ey. Die haben echt endlos viel Muni. Das war close. Ja, das klingt übelst close. Ja, die letzten Salven in der letzten halben Minute, das waren bestimmt 30 verschiedene Schuss. Nachladegeräusch. Aus deiner Richtung. Wenn es nicht bei dir war, ist er über dir. War exakt auf meinem Model irgendwie. Dann ist er über dir. Der Steps im Raum drin. Oben ist er, glaube ich, gerade ein kurzes Stückchen durch die Wand geklatscht. Das Gute ist, dass jemand über den Runway kommt, durch den Haupteingang kommt. Die Chance ist sehr gering, dass der überlebt. Das ist einer von dem Attentatsquad. Ich habe gesehen, von wo die Schüsse von der anderen Seite des Runways kommen. Genau da, wo der Durchbruch zu den Zelten ist. Und die Erwiderungsschüsse dagegen kommen vom Tower und aus dem Hangar. Ja. Dann gibt es noch eine Partei, die hinter uns im Wald liegt. Ja. Dann gibt es noch eine Partei, die sich die ganze Zeit um uns herum einloggt. Das ist für mich die beste. Irgendwie der von der anderen Seite, der Rollbahn ausschießt, der klingt so übelst dicht. Glaubst du, ich kann den oben rauslocken, indem ich was esse? Oben bewegt sich. Der kommt die Treppe runter. Ja, wenn er zu mir kommt, schieße ich. Insta. Ich glaube, ja, der kommt zu mir. Die Zelle Meine Tür auf. Ist aufgegangen. Dann ist er das.
Deine Tür ist aufgegangen. Ja. Einer hat sich oben eingeloggt. Bei mir drin reingespawnt, lol, ich bin tot. Bei mir drin hat sich reingeloggt. Sind gerade drei Mann. Haben die Tür wieder zugemacht. Einer ist oben reingespawnt, einer unten reingespawnt. Du auch down ist? Nein, nein, ich lebe noch. Da oben ist halt auch noch einer reingespawnt. Ich überlege gerade, ob ich nach oben gehen soll und den abficken soll. Und mich dann auch schnell auslag. Ich riskiere es einfach. Oh, instant ausgelockt, nachdem er Schritte hört. Hab den einen, der dich getötet hat. Der andere versucht mich durch die Wand zu rennen. Der hat auch richtig gefressen. Ist auch down. Ich bin in Scharno gespawnt. Ich laufe. Hey fuck, er wieder mich durch die Wand erschießen wollte. Natürlich alle Leichen instant weg. Ja, hier unten liegt noch deine Leiche, glaube ich. No message. Oh, fuck you. Echt jetzt gerade, wo ich an deiner Leiche rumfinge? Das kannst du nicht tun, alter Server. Gut, GG für mich dann heute, jetzt bringt's auch nichts mehr hinzurennen. Nee, du kriegst instant wieder eine neue M4. Vom anderen Server halt.